Das ist die Mace Pepper Gun, ein Tierabwehrgerät. Und wenn du wissen willst, was das kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rosser vom Survival Shop in Limskund. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Mace Pfefferpistole. Und sehr einfaches Prinzip, sehr, sehr einfaches Prinzip. So schaut sie aus, gibt es in unterschiedlichen Farben. Gebe da unten den Link auf Amazon, schau dir das an. Und ist natürlich zur Tierabwehr bestimmt. Und ja, ich glaube, das ist in Deutschland so. Ich weiß auch nicht, ob sie in Deutschland, ob es erlaubt ist, diese zu führen. Bitte schreib mir unten einen Kommentar, wenn du dazu etwas weißt. Und ja, aber ich bin in Österreich, da ist das sowieso anders. So, das hier ist die Kartusche, die führt man da oben ein. Zuklappen und es kann losgehen. Das hier, was ich da eingebracht habe, ist, das ist Wasser. Das ist eine Wasserkartusche zum Üben, damit man einfach einmal schauen kann, wie die Sache ausschaut. Hier hinten ist ein Sicherungsmechanismus. Jetzt der Hebel, jetzt kann ich nicht abziehen. Das heißt, da ist der Abzug gesperrt. Wenn ich das nach hinten ziehe, dann geht es wieder los. Also so schaut das aus. Hier noch einmal ein Hebel, den man nach vorschiebt, damit man sie öffnen kann. Und das war's. So. Sie ist klein, sie ist wirklich sehr leicht, sie ist wirklich extrem kompakt und jetzt schauen wir uns mal an, was sie kann. Also, da ist ein Baum, eine Esche und die ist 2 Meter entfernt, das ist nicht allzu weit. Und ich versuche jetzt, diese Esche hier abzusprühen und da sieht man, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass es sehr, sehr windig ist. Ja? Auch wenn ich... Das funktioniert einfach nicht. Es ist eh fast nichts mehr drinnen. Jetzt probieren wir es mal. Vielleicht liegt das an diesen Wasserkartuschen. Jetzt nehme ich mal die diese Reizgas, das Reizgasteil her. Ah, das geht besser. Aha, das geht jetzt wirklich besser. Aha, du kannst so pumpen. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht so genau auf dem Baum. Man kann hier pumpen und kann damit kleine Schübe abgeben. Das geht auch bei dem Wind recht gut. Hey, das ist gar nicht, das ist nicht übel. das ist gar nicht übel. Riecht unangenehm. Es rinnt nämlich da natürlich, auf dem Teil rinnt natürlich ein bisschen was von diesem Reizgas oder von diesem Pfeffer, von diesem Pfeffer runter. Wenn ich das auf den Finger bekomme und mir dann ein bisschen in die Nase bohre, und das kann durchaus passieren, weil das rinnt richtig da runter. Ja, dann ist es halt lustig, aber ist okay. Schauen wir weiter. Aber das geht ganz gut, muss ich sagen. Also da bin ich jetzt positiv überrascht. Und ich mache das immer mit, also ich drücke nicht drauf sondern und lasse die ganze Zeit, sondern ich mache immer nur kurz. Und da geht auch ganz schön was raus aus dem Teil. Ich kann aber auch drauf lassen, dann sprüht es richtig zu. Also, finde ich gut. Ja, was ist da jetzt mein Fazit dazu? Ich meine, ich bin kein Nahkämpfer und habe das auch nicht im Einsatz verwenden müssen, aber ich will ganz einfach ein bisschen drüber sprechen. Also das mit dem Wasser, das war lustig, das war lieb, aber das hat keinen Sinn, weil das sprüht einfach raus. Das jetzt mit dem Pfeffer, das hat wirklich funktioniert. Da schau her mal, da siehst du jetzt vielleicht auch den Tropfen runter. Also da muss ich schon dazu sagen, wenn du da nicht aufpasst und das auf die Finger kriegst, und da habe ich auch wirklich aufpasst, das rinnt richtig bis da runter, und du dir dann ein bisschen, weil du weinst oder so irgendwas, dann weinst du viel, viel mehr. Also das muss man schon einmal so sagen. Der zweite Nachteil bei diesem Ding, ich meine, schau einmal, irgendwie, es hat irgendwas Bedrohliches, ja, es schaut irgendwie nach einer Schusswaffe oder sowas aus, und ich weiß halt nicht, ob das in einer Notsituation, nicht auch eskalieren kann. Das habe ich schon sehr oft bei anderen Pfefferpistolen und bei HDR und bei all den Dingen gesagt, dass das die Dinge ja dann noch einmal eskalieren kann. Besonders wenn dein Gegenüber auch eine echte hat und glaubt, sich jetzt verteidigen zu müssen, dann ist das unangenehm. Also das muss dir bei solchen Dingen ganz einfach klar sein. Das hier ist jetzt in so einer Camouflage-Ausführung, weil das habe ich relativ günstig auf Amazon bekommen. Deswegen habe ich mir die auch genommen. Aber die gibt es in Rosa und in Gelb und auch in Schwarz natürlich und in unterschiedlichsten Farben, damit man eben das, wenn es zum Beispiel das Rosa wäre, um eben dem Gegenüber zu zeigen, aha, das ist nicht Rosa, aber ich weiß nicht, ob in so einer Stresssituation, in die man da reinkommt, das dann auch noch wirklich wirkt, ob dann nicht allein die Bewegung, speziell bei Trainierten bzw. bei Menschen,
die halb trainiert sind, sagen wir das mal so, dann nicht ausrasten, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Was ich sehr positiv finde, ist, dass in dieser Kartusche hier, da geht es doch sehr viel raus. Ich meine, du hast das gesehen hinten bei dem Baum, da kann man schon ein paar Mal sprühen. Also das ist auch gegen mehrere Angreifer sicherlich einsetzbar. Es ist extrem leicht, es ist extrem kompakt und das gefällt mir irrsinnig. Das muss ich einfach einmal so festhalten und das finde ich wirklich praktisch. Das Ding ist, ja, also ich möchte das definitiv nicht ins Gesicht bekommen. Ob das natürlich jetzt in einer Notsituation ausreicht, um ein Tier abzuwehren. In Deutschland darf man das ja nur zur Tierabwehr, steht zumindest drauf, zur Tierabwehr bestimmt. Es steht da ganz, ganz groß drauf und auch in der Beschreibung. Weiß ich nicht, aber also ich möchte es nicht. Ich möchte nicht reinkriegen und ist eine weitere Variante. Und jetzt mag ich dich bitten, mir einen Kommentar zu schreiben. Was hältst du von diesem Teil? Hast du das im Einsatz? Was ist da deine Erfahrung dazu? Hast du vielleicht das Pendant, das Walter PDP, glaube ich, heißt das. Da habe ich auch einmal ein Video gemacht, gebe da den Link. Und da ist sicherlich mehr an Kapazität drinnen. Dafür ist das PDP von Walter wiederum kleiner. Aber schreib mal einen Kommentar, das würde mich irrsinnig freuen. Den Link zu dem Produkt findest du natürlich unten. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ein paar andere Videos zum Anschauen und bis bald. Ciao!